genug von den komischen Geschichten. Wir starten mit Chasm, einem doch ziemlich coolen Indie-Metroidvania. Aber wie es schon im Titel steht, es ist semi-blind. Ich kann mich legit an nichts mehr aus diesem Spiel erinnern, bis auf die Power-Ups oder zumindest ein paar, die es da gibt. Und vielleicht so das, nicht mal das Grundgerüst des Spiels. Ich kann mich wirklich einfach an nichts mehr erinnern. Ich habe es erst letztes Jahr gespielt, glaube ich, weil ich glaube, das kam Oktober 18 raus herum. Ich habe es irgendwann 2019, glaube ich, gespielt und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, das weiß ich noch. Aber ich weiß einfach nichts mehr über dieses Spiel. Es ist krass, wie es sich einfach aus meinem Gedächtnis gelöscht hat. Aber hey, umso schöner. Damit kann ich das Spiel quasi nochmal neu entdecken. So, dann wollen wir doch mal schauen, wie laut das Spiel ist. Und ob es überhaupt noch auf Deutsch ist, weil ich sehe da gerade... So, Game. Deutsch. Nice. Audio. Na, ich mach's vielleicht ein bisschen leiser. Weil wenn es hier quasi so beim Rumdudeln schon so weit ist. Ohne CRT-Effekt. Und Steuerung wird mir eben im Spiel schon erklärt. So. Dann gehen wir direkt mal weg davon. Weil ich glaube, ich habe auch so ziemlich alles geholt. Ich bin mir aber auch nicht mehr so sicher. Und es gibt auch Seeds. Okay, das wusste ich auch schon gar nicht mehr. Schwierigkeitsgrad passt. Ich möchte keinen Nuzlocke-Run machen. Klassenmodus? Nö. Wir starten einfach ganz normal ins Spiel. Wie gesagt, ich kann mich da so null dran erinnern, aber hey. Schauen wir einfach mal. Aber schön, dass es das in Dorf auch auf Deutsch gibt. Das wusste ich auch schon gar nicht mehr. Jan! Punkt. Jan, wach auf! Sachen, die nie passieren, weil Svenja nie vor mir aufsteht. Ich dachte mir, dass ich dich hier oben finde. Bist du eingeschlafen, als du den Rittern zugesehen hast, die zu ihrer Mission losreiten? Keine Sorge, du bist der vielversprechendste Rekrut, den dieser Außenposten seit einer Weile gesehen hat. Bald wirst du ein echter gildeanischer Ritter sein und ich werde weiter Botengänge für den Kommandanten übernehmen. Dabei fällt mir ein, er hat mich geschickt, um dich zu suchen. Dir wird befohlen, dich sofort in Kommandant Silxas Büro zu melden. Du beeilst dich besser, er schien sogar noch ungeduldiger zu sein als sonst. So, ich kann springen, ich kann boxen, ich kann backsteppen. Ich kann mit dir reden. Okay. Und ich habe keinen Fallschaden. Das ist auch schon mal gut. Kann ich da zu dem Vogel eigentlich hin? Und hier kann ich auch runterhüpfen. LR macht nichts. Okay. Das ist unser Save Point. Das ist... Augen der Wächter. Knie im Lichte der Wächter und deine Taten werden in den Folianten des Lichts aufgezeichnet. Ihre Augen werden stets jene finden, deren Licht hell erstrahlt. Sie erinnern sich an unsere Taten in diesem Leben und bieten uns im nächsten einen Platz an ihrer Seite. Lasse deinen Pfad vom Licht der Wächter erhellen und sie werden dir in Zeiten der Not beistehen. Ephizel die Jüngere. Okay. Haben wir gelernt, wie man speichert. Habe ich zufällig... Ah, da haben wir auch eine Karte. Eigentlich wollte ich erst oben anfangen. Ich finde es auch mal schön, wenn so Speichern einfach quasi irgendwie noch nett umschrieben wird. Dann klingt das nicht so aus der Welt genommen. Nicht viel los heute Morgen, aber die Aussicht ist wirklich schön. Okay. Was haben wir denn noch im Menü? Unsere Ausrüstung. Wir haben eine gesteppte Rüstung. Okay. Inventar. Nichts. Tagebuch. Das ist das, was wir eben gefunden haben. Artefakte. Nichts. Die Karte. Optionen, das Bestiarium. Töte noch 10 für. Töte noch 12 für. Okay, und zwei verschiedene Angriffe. Na gut. Dann ist deine Sackgasse, also gehen wir da zuerst rein. Ich glaube, ich darf echt nie Witcher 3 spielen. So, Gildianischer Eid. Beim Licht der Wächter verpflichte ich mein Schwert hier mit dem Land Gildea.
Ich werde jene Orte erleuchten, an denen Dunkelheit herrscht. Mein Schild soll jene schützen, die schutzlos sind. Ich strebe danach für den Ruhm von Gildea tapfer, gerecht und loyal zu sein. Tut mir leid, ich kann heute nicht mehr den Hof trainieren. Jendrik sagt, ich muss im Bett bleiben, bis es mir besser geht. Komm vorbei und erzähl mir, was Interessantes passiert, okay? Also ist auch wieder er. Dachte, vielleicht kann ich ihm seinen Stuff klauen. Was ist bei dir? Ich habe gehört, dass der Kommandant nach dir sucht. Du machst dir besser keinen Ärger wie die anderen Rekruten. Ich und Ärger? Nee. Zum hier. General Cyrus Tifali. Alle sind da draußen und jagen Banditen und ich darf hier putzen. Das letzte Mal, dass ich in der Kaserne beim Würfeln mitmache. Tja, keine Glücksspiele. Wenn du mich fragst, kriegt das Pferd des Kommandanten besseres Essen als wir. Okay. Du kennst die Regeln, Rekrut. Niemand darf den Außenposten ohne die Erlaubnis des Kommandanten verlassen. Okay. Darf ich gehen? Ich denke mal, der Punkt bedeutet das, wo ich hin soll. Dementsprechend gehe ich da noch nicht hin. Da bist du ja. Geh direkt rein, der Kommandant wartet. Ich gehe doch erst zum Punkt. Was haben wir hier gefunden? Die Geburt Gildeas. Im Jahre 398 zwang die Tyrannei durch Linhains despotischen Anführer König Trelt viele dazu, sich zwischen ihren Leben und ihren Werten zu entscheiden. Nach der Zerstörung der Hauptstadt war das Volk verloren und verwirrt, doch General Cyrus Tifali führte sie durch diese unsichere Zeit. Er machte es zu seiner Aufgabe, das Land zu sichern, damit ein Rat aus Anführern Gildea gründen konnte. Ein Königreich ohne König. Dieser Rat wurde ins Leben gerufen, damit die Macht niemals wieder in den Händen einer einzigen Person liegen würde. Kurz nach der Gründung von Gildea rief der Rat in seiner ersten Amtshandlung die Ritter von Gildea ins Leben, die von Tifali höchstpersönlich angeführt wurden. Okay. Hier. Der 114. Tag des Lumenoth 772. Zwei Rekruten wurden beim Glücksspiel erwischt. Beide wurden mit 10 Tagen Strafdienst geahndet. 115. Tag. Wir haben einen Bericht erhalten, demzufolge Banditen Händler auf der Straße nach Delkath überfallen. Der Kommandant hat Ritter entsandt, um dies zu überprüfen. Bist du hier, um noch ein Buch auszuleihen? Denk daran, dass auch der mächtigste Krieger durch Wissen noch stärker werden kann. Okay. Jetzt auch kein Punkt mehr. Okay. Wahrscheinlich wegen den Infos. So, Röhrenrekrut, ich habe eine Mission für dich. Es gibt eine kleine Minenstadt, 3 Tagesreisen westlich, die man Karthas nennt. Ich habe heute Morgen einen dringlichen Brief vom Bürgermeister der Stadt erhalten. Er berichtet, dass die Minenarbeiter bei der Arbeit tief in den Minen von einer wilden Bestie angegriffen wurden. Jetzt weigern sie sich wieder an die Arbeit zu gehen, bis sich jemand darum kümmert. Das klingt vielleicht trivial, aber wir sind auf die Lieferung von Rohmaterialien aus Karthas angewiesen. Wie du weißt, habe ich die Ritter gestern auf eine Mission geschickt, deswegen habe ich ein Personalproblem. Du musst nach Karthas gehen und tun, was auch immer nötig ist, um die Minen wieder ins Laufen zu bringen. Ich glaube, dass du bereit bist, ein gildeanischer Ritter zu werden, aber du musst dich erst beweisen. Hast du deine Befehle verstanden? Ja. Gut, begib dich zur Rüstungskammer und rüste dich ordentlich aus, bevor du nach Karthas aufbrichst. Gute Reise, Rekrut. Okay. Wow, deine erste Mission. Ich hatte schon geahnt, dass heute dein Glückstag wird. Sei auf der Straße nach Karthas vorsichtig. Die Schneestürme sind zu dieser Zeit des Jahres tückisch. Okay. Dann dürfen wir uns jetzt erstmal ausrüsten gehen. Oh. Schön. Ich darf auf die Strohpuppe einschlagen. Ja, ich muss auch erstmal kurz runtergucken. Hä, wo ist A? Okay, das ist A. Ich habe nämlich schon länger nichts mehr auf der Switch gespielt. Letzte Woche. Die Soul Link. Der Kommandant schickt dich also auf deine erste Mission. Dann brauchst du eine Waffe. Nimm ein Schwert aus dem Ständer. Tada! Kurzschwert. Achte darauf, dein Schwert auszurüsten, bevor du aufbrichst. Denk einfach daran, was du im Training gelernt hast, dann schaffst du das. Ausrüstung, Hand, Kurzschwert. Okay. Also ich glaube, das Spiel kann man wirklich am ehesten... Oh, das ist weitergewandert. Das ist aber auch auf einer Mission. Dieser Tag wird immer schlimmer. Das Spiel kann man, glaube ich, wirklich am ehesten mit Castlevania Area of Sorrow vergleichen. Das wäre zumindest das, womit ich es vergleichen würde. So. Sieht aus, als wärst du bereit. Stell dir sicher, dass du alles hast, was du brauchst. Sobald du durch dieses Tor trittst, gibt es kein Zurück mehr.
Und das Spiel hat mir prinzipiell ziemlich gut gefallen, also denke ich mal, wird mir das ja auch gefallen. So, dann auf geht's nach Katas. Zu Fuß. Drei Tagesreisen zu Fuß, meine Güte. Ich muss aber weit laufen dann. Aber die Musik finde ich cool. Frage an den Chat, wie ist die Musik überhaupt so jetzt gerade zu meiner Stimme? Habe ich noch gar nicht gefragt. Ich würde nämlich schon fast behaupten, vielleicht ein bisschen laut. Hat man eigentlich Proviant mitgenommen? Ich esse einfach das, was ich auf der Straße finde. Minimal lauter sogar vielleicht. Nee, wenn lauter würde ich nicht machen. Also wenn, dann einfach so lassen. Katas, gegründet 672. Passt. Okay. Hier ist auch irgendwie nichts. Aber hier ist mein Speicherpunkt. Aber er hat, glaube ich, auch automatisch gerade einmal gespeichert, als ich in die Stadt gekommen bin. So, da ist nichts. Wobei, ich kann in die Zimmer rein, sehe ich gerade. Was haben wir hier? Professor Basten, Bastens Brief. Lieber Basten, ich muss zugeben, dass dieses eine Mal, glaube ich, dass du etwas Interessantes entdeckt hast. Der Stamm, den du in deinem letzten Brief beschrieben hast, könnte tatsächlich real sein. Das könnte von deinen wahnwitzigen Theorien über König Trell nicht behaupten. Ich bin froh, dass du diese kindischen Fantasien, denen zufolge magische Kräfte den König in den Wahn getrieben haben, aufgegeben hast. Du solltest dich voll und ganz auf diese uralte Zivilisation konzentrieren. Das könnte deine letzte Chance sein, dich zu beweisen. Mit besten Grüßen, G.P. Mayes, Dekan der Anthropologie, Gildianische Akademie der Wissenschaft. Okay. Da ist nur eine Lute, heißt das Instrument. Ist auch nichts weiter. Das ist ein Goldfischglas, glaube ich, gewesen. Und in die Türen kann ich überall nicht rein. Na gut. Dann schauen wir mal weiter. Was ist hier? Verschlossen. Die Katasmin, nur für Mitarbeiter. Zutritt für andere untersagt. Ah. Was ist hier? Vermisste Person. Jeder, der Informationen über den Verbleib der folgenden Person hat, sollte sofort den Bürgermeister kontaktieren. Narina, Dom, Ash, Prinzessin, Ethel, Win, Rupert, Basten. Haben wir gerade noch schon gehört. Jinx, Kade, Duncan und Grant. Seid ihr Freunde von Grant? JQ, Katas, der dritte Bürgermeister von Katas. Was haben wir hier noch? Feiern wir! Der 100. Jahrestag von Katas steht kurz bevor. Am 121. Tag des Numenoth 272 werden wir uns versammeln, um den historischen Tag zu feiern, an dem die Stadt von JQ Katas dem ersten gegründet wurde. Alle Stadtbewohner und Besucher sind herzlich eingeladen. Bitte bringt etwas zu essen für alle mit. Wir sehen uns dort. Und hier gesucht. Felix Pharaon und Drake Striker. Das berüchtigte Duo wird im Königreich Gildea gesucht, damit ihnen wegen Diebstahls und Piraterie der Prozess gemacht werden kann. Sie wurden zuletzt auf dem Weg nach Osten in Richtung der Ladorianischen Berge gesehen. Vorsicht, beide gelten als bewaffnet und gefährlich. Wer einen der beiden sieht, möge sich sofort bei der Obrigkeit melden. Den Wächtern sei Dank, ein gildianischer Ritter. Oh, du bist nur ein Rekrut. Na gut, ich sollte aber einfach dankbar dafür sein, dass ich nicht mehr alleine bin. Ich bin JQ Katas, meines Zeichens Bürgermeister dieser Stadt und Verwalter der Minen darunter. Leider sind die Minen trotz unserer größten Anstrengungen immer unproduktiver geworden. Meine Leute haben auf der Suche nach einer Erzader gesprengt und die Bestie gefunden, von der ich beschrieben habe. Doch vor ein paar Tagen wurde alles noch viel schlimmer. Mitten in der Nacht kam eine Bande schrecklicher Kreaturen aus den Minen empor und hat die Stadt geplündert. Als der Morgen anbrach, war ich endlich mutig genug, um die Lage zu überprüfen. Die ganze Stadt war leer. Bitte, du musst die verschwundenen Stadtbewohner finden und Katas wiederherstellen. Nimm diesen Schlüssel. Er wird dir das Tor zu den Minen öffnen. Und bitte, denk daran, dich bei mir zu melden, sobald du jemanden findest. Suche weiter nach dem Rest. Okay. Na gut, dann dürfen wir uns wohl auf die Suche machen, die ganzen Dorfbewohner zu finden. Ich glaube, das bringt mich nur einmal im Kreis herum, dass ich wieder quasi auf der anderen Ecke rauskomme. Falls man da irgendwie abkürzen möchte oder so. Okay, dann dürfen wir nun in die Minen. Das Team kommt mir dann doch wieder jetzt in den Kopf zurück. Ich glaube, man muss nämlich häufiger mal in diese Minen. Okay, dann... Okay, Karte habe ich sowieso nicht, dann schauen wir einfach mal. Okay, die kann ich kaputt machen.
Aber da komme ich nicht rüber. Ah, das ist Geld. Ja. Der kleine Goblin da mit seinem Messerchen. Critical! Ah, und oben links habe ich gerade auch kurz meine Erfahrungspunkte gesehen. Die Pixelgrafiken sind wirklich echt hübsch. Das, dem stimme ich zu. Greifst du mich auch an oder du läufst einfach nur wie ein Idiot rum? Flupp. Und es spielt sich sehr angenehm auf jeden Fall. Erstmal in die Brühe gesprungen. Und wenigstens sehe ich immer halt, wie viel KP ich habe. Flupp. Aua. Direkt getroffen werden. Oh nice, Level Up. Und ich habe einen Apfel bekommen. Und Level Up hat mich geheilt, habe ich gerade noch gesehen. Apfel halt 70, fast. 17. So, 17 KP. Ha, Gegner, der mal mehr aushält. Ah, und Speicherpunkt. Der auch wieder komplett voll heilt. Ich muss gerade auch selbst erstmal wieder in das Spiel reinfinden. Wie das überhaupt hier alles funktioniert. So, da kann ich wahrscheinlich noch nicht hin. Festhalten kann ich mich auch nicht. Da sind meine Hände noch nicht stark genug für. Aber ich kann zumindest das Ding hier verschieben. Und es bleibt auch hier. Ich habe dem armen Goblin seinen letzten Apfel geklaut. Schon gemein. Wer von da drauf stehen bleibt, der Sack. Da komme ich noch nicht dran. Ah, guck mal. Wen haben wir denn da? Danke, dass du mir aus dem Käfig geholfen hast, mein Kind. Ich bin Narina. Mit mir gehört der Magieladen in der Stadt. Ich hatte mich gerade um mein Pferd Flocke gekümmert, als ich gefangen genommen wurde. Ich hoffe, dass es ihr gut geht. Wenn ich nicht da bin, fühlt sie sich schnell einsam. Komm bei meinem Laden vorbei, wenn du meine Dienste benötigst. Jo. Und kein Geld, sondern eine Marke gefunden. Die man in Spielmaschinen verwendet. Okay. Und wirklich kein Fallschaden. Sonst hätte ich, glaube ich, aus der Höhe mittlerweile welchen genommen. Aber hier haben wir zumindest schon mal einen Dorfbewohner wiedergefunden. Und stärkere Gegner auch. Die auch ein bisschen mehr aushalten. Aber gut. Kann man sich überall drauf einstellen. Nee. Gebt mir einfach eine bessere Waffe, dann passt's. Nee. Verdammt. Nee. Das sah schon stylisch aus, wie ich da immer hochgesprungen bin und wieder zurück. Okay, die respawnen, sobald ich den Screen wechsle. Das ist gut zu wissen. Vielleicht muss ich gleich auch den Apfel einmal essen. Was haben wir da? Eine Teleportschriftrolle. Und irgendwas im Hintergrund. Kann man? Okay. Oh nice. Level up. Dann hat sich das mit der Heilung wieder erledigt. Ah, und ich habe den Eintrag für den Bohrtroll bekommen, habe ich gerade noch gesehen. Da. Okay. Die teleportiert mich sofort nach Katas zurück. Also falls wir spontan wieder zurück müssen. Au. Au. Haben wir jetzt auch einen Weg. Und ich habe einen Bandana gefunden. Nice. Gibt auf jeden Fall erstmal mehr Verteidigung dazu. So, da oben war noch ein Weg. Warte, Moment.
Jetzt muss ich doch noch mal kurz gucken. Wo war da jetzt noch ein Weg? So blöd, eine Fledermaus zu treffen. Ach so, ich bin ja gar nicht weitergegangen. Das war das. Ja gut. Jetzt habe ich auch mal mitgefühlt mit dem Protagonisten. Was haben wir da? Topaz. Das war, glaube ich, nur zum Verkaufen, ne? Ja. Oder für irgendwas anderes. Irgendwas kann man da sicher mitmachen. Aber mein Angriff ist, glaube ich, nicht. Ich glaube, mit den Level-Ups steigen wahrscheinlich auch nur meine KP und meine irgendwas Blaues, was ich da habe. So, da hinten ist dunkel, da brauchen wir eine Lampe wahrscheinlich. Oder eine, keine Ahnung, einen Scheinwerfer. Oh, nice. Trauben und Apfel. Und noch mehr Geld. Hi! Sieht gefährlich aus. Aua. Aber wobei, das geht vom Schaden. Aua. Nein. Nice. Direkt sogar ein Level abbekommen und den Höhlentroll besiegt. Und da direkt noch jemanden gefunden. Sehr gut. Danke für deine Unterstützung. Ich bin Professor Basten von der Gildianischen Akademie der Wissenschaft. Ich bin vor fast einem Jahr auf der Suche nach den Überresten von König Trells Karawane in Karthas angekommen. Während ich in der Stadt war, hörte ich von den uralten Zeichnungen in diesen Höhlen. Zu meinem Erstaunen wurden sie von einem unentdeckten Stamm angefertigt, der hier vor fast 1000 Jahren lebte. Ich habe sie Ladori getauft und nach diesen Bergen und widme meine gesamte Zeit ihrer Erforschung. Sie sind ein sehr interessantes Volk, aber es war ihr plötzliches Verschwinden, das meine Aufmerksamkeit erregt hat. Meine Arbeit verlief problemlos, bis sich etwas an mich heranschlich und mich niederschlug. Wir haben ein gemeinsames Interesse herauszufinden, warum sowohl damals als auch heute Leute hier verschwinden. Die Minenarbeiter haben auf der untersten Ebene gesprengt, dort sollten wir mit unseren Nachforschungen beginnen. Komm schnell, zusammen können wir das Tor zu den unteren Ebenen der Minen öffnen. Okay. Jungs, haben schon längst meine Orientierung verloren. Dafür haben wir ja die Karte. Haha. Aua. So. Moment, oben war ich noch nicht. Und hier... Ist das zufällig ein Shortcut? Ich meine, es gab da irgendwo auch Shortcuts durch die ganze Höhle. Aber die muss halt immer von der anderen Seite öffnen. Was haben wir hier? Nichts, was ich jetzt öffnen kann, aber ein Save Point haben wir auf jeden Fall nochmal. Nice. Und das führt mich, glaube ich, wieder ganz an den Anfang, ne? Boom. Nice. Direkt den Shortcuts für den Anfang geholt. Kennst du mich von Anfang an? Dann ist es schon echt eine lange Zeit. So, ich glaube, rechts könnten wir jetzt weiter. Wenn ich bedenke, dass ich jetzt schon Videos seit 10 Jahren mache. So, hier waren wir jetzt noch nicht unten, aber hinten ist noch ein Weg. Die Mine erinnert dich an Lamulana. Ah, den Troll haben wir jetzt auch in unserem Inventar. Aua. Metroidvania ist halt. Irgendwo muss immer eine Mine sein. $160 schon. Ich habe den Troll einfach eingesteckt. Wahrscheinlich eher den Eintrag über den Troll, aber ja. So. Hier nochmal nach links. Könnte ich auch theoretisch noch was machen, wenn ich dann irgendwas dafür hätte.
Und dann hier lang. So. Wahrscheinlich habe ich da einfach genau einen Gang übersehen. Und dafür bin ich jetzt den ganzen Weg dann nochmal hingelatscht. Das war fast zu blöd, in die Richtung zu hauen. Geil. Und dem Ding wieder ein Topaz geklaut. So, was habe ich übersehen? Eine Truhe. Und ein blaues Bandana. Ah, einfach ein besseres Bandana. Okay, nehmen wir. Und einen Ledergürtel. Geil. Das Accessoire, ja. Okay. Und da kann ich noch nicht lang. Donkey Kong Country ist der Wasser in der 7. Klasse. Meine Güte. Ist sicher ein bisschen was her. So. Dann haben wir jetzt hier erstmal alles. Oh ja. Verteidigung ist auf jeden Fall schon mal besser. Ich mache irgendwie mehr Schaden, ne? Durch das Bandana? Nö. Dann habe ich keine Ahnung, warum ich mir Schaden mache, aber... Aua.